einer der größten Dichter und Philosophen des Ostens, Imadad Nasemi. Jetzt würdigt ein neues Poesie-, Kunst- und Musikfestival in Aserbaidschan diesen spirituellen Vordenker. Mugam-Sänger Alim Qasimov eröffnete das Festival. Imadad Nasemi wurde hier in Chamaki geboren, einst eine der wichtigsten Städte an der Seidenstraße. Er war ein Verfechter des Hurufismus, einer Variante des Sufismus. Er ist immer noch zeitgemäß und fortschrittlich, denn bereits vor Hunderten von Jahren sprach er von Multikulturalität, Toleranz und der Eintracht der Menschen. Und das ist die Botschaft, die wir mit diesem Festival vermitteln wollen. Das Nasemi-Festival war national und international besetzt. Chingis Babayev aus Aserbaidschan würdigte Nasemi mit einem Planetenprojekt. Seine Kunst lebt von der Idee, der Essenz, die in allen Dingen steckt. Man sieht hier verschiedene Materialien, verschiedene Größen, verschiedene Planeten. Aber es geht um ein Universum. Verschieden zu sein, bringt das Universum nicht auseinander. Auch wenn es aus vielen kleinen Stücken besteht, geht es letztlich nur um eins: Eshk. Eshk ist Liebe. Noho Guang singt und spielt verschiedene traditionelle Instrumente und bringt dem Besucher vietnamesische Musikstile nahe. Gitarrist Nguyen Le ist ein bekannter Jazzmusiker. Die vietnamesische Musik hat so viel mit Melodien zu tun, mit Emotionen. Ja, sie ist auch sehr meditativ. Es gibt einen Bezug zu unserer Sprachkultur. Denn unsere Sprache ist sehr wichtig in unserer Musik. Unsere Musik repräsentiert unsere Sprache. In ganz Baku gab es verschiedene Kunstinstallationen und Auftritte. Was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Sie mischen verschiedene Stil- und Kunstrichtungen und sowohl einheimische als auch internationale Künstler sind dabei. Man kann sagen, sie sind auf dem richtigen Weg. Sami Yusuf ist ein britischer Sänger, Komponist und Musiker iranisch-aserbaidschanischer Abstammung. Diese Entfremdung, dieses Nichtwissen, wer wir sind, hat meiner Meinung nach dieses Vakuum von Intoleranz, Hass und Missverständnissen geschaffen. Nasimis Botschaft ist also auch heute noch wichtig für uns. Und ich versuche mit meiner Musik, die Menschen zu ihren Wurzeln und Traditionen zurückzuführen. Es ist sicherlich eine gute Idee, ein Festival zu initiieren, das Toleranz, Pluralismus und Multikulturalismus fördert. Jetzt müssen die Organisatoren beweisen, dass sie ein regionales, nationales und internationales Publikum anziehen können. Wolfgang Spindler von Baku für Euronews.